Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio mit mir Karo7 und wir machen tatsächlich sogar wieder da weiter, wo wir aufgehört hatten. Den Spruch habe ich irgendwie total vergessen und den wollte ich eigentlich so durchbringen, dass der so Standard wird und so, aber gut, naja, was soll's. Standardsprüche sind sowieso langweilig, also fangen wir damit gar nicht erst an. Ich wollte hier weitere Solarfelder hinsetzen. Das ist zwar immer noch nicht das effiziente Design, was ich mal auf Reddit gesehen habe, aber das ist mir jetzt gerade total egal, dass dem nicht so ist. So, dann platzieren die hier jetzt mal den ganzen Scheiß. Hoffentlich irgendwann. Ne, die platzieren im Moment gar nichts. So, ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen still gerade gewesen, weil ich hier so konzentriert rumhantiere. Aber irgendwie sollen hier jetzt gerade erstmal das Shit hier nochmal abreißen. So. Nämlich erstmal das hier unten fertig bauen und dann lasse ich die hier erstmal dieses eine Teil auch bauen. So, dann das nächste, so das hier auch auf jeden Fall fertig kriegen. Das auch und das auch. Sag mal, nämlich keine Solarpanel mehr, das ist ja unfassbar. Habe ich doch tatsächlich die Masse an Solarpanel verbraucht. Mag es kaum glauben, aber wir verwenden jetzt tatsächlich mal alle Solarmodule. Das wäre ja jetzt mal. Dass wir die letzten 25 Solarmodule auch verbauen, die wir jetzt noch auf Lager liegen haben. So, mal eben gucken. Zack, jawohl. So. Müsste man so langsam nämlich auch wieder genügend Strom produzieren. Wenn ich das hier mal so angucke. Ja, 100 Megawatt produzieren jetzt 1700 Solarpanel. 1700 Solarpanel, ey. Und wie viele Akkus haben wir daneben stehen dann? Das müssten ja noch mehr sein, ne? Ne, 1400 Akkus haben wir. Wir verbrauchen 108 Megawatt. Boah.
Ach du Scheiße, ist das viel. Jo, wie sieht denn das hier hinten mit den Modulen jetzt aus? Also hier, die werden nicht schnell genug produziert, weil hier jetzt auch nicht schnell genug die Green Circuits reinkommen. Weil der einfach ein bisschen beschleunigt werden darf. Weil wir kommen hier von einem Blue. Der über Red Splitter geht. Du Scheiße, was habe ich denn hier gebaut? Dass sie sich quasi selber ausbremsen hier. Bop, bop. Hier und ja, da muss jetzt auch ein Blue Splitter am besten hin. Den gehen wir dann jetzt mal eben hier oben holen. Hier noch welche. Schmeißen wir die mal eben wieder ein bisschen Zeug rein. Blau Splitter, der kommt dann nämlich hier jetzt mal einfach hin. Das muss kein Blue Belt hier hinter dann jetzt sein, das kann auch ein Red Belt sein. Aber es sollte ein Red Belt sein. Und eben kein schlechterer, kein gelber. Weil der gelbe ist nun mal einfach, der ist ineffizient. Massiv ineffizient, also gerade was diese Sachen hier angeht, ist der super ineffizient, das sieht man ja jetzt. Kriegen damit jetzt mehrere parallel ans Laufen. Und na, ja. So, jetzt haben wir hier dann einen Red Splitter. Da müssen dann auch noch welche her. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Stück am besten. 5 Reds. So brauchen wir Eisenzahnräder. Die haben wir doch hier unten. In Massen. Was? Jetzt haben wir schon wieder keinen Strom. Ich könnte so kotzen, ey. Ist doch echt grauenhaft. Dass wir hier nicht mal mehr ansatzweise genug Strom zusammenkriegen. Hier auf jeden Fall auch ausgestattet. Hier kommt jetzt nicht genug rein, weil nicht genügend Kupfer ankommt. Wieso kommt hier nicht mehr genug rein? Tatsache, hier kommt irgendwo, also irgendwie fehlt hier Material. Wir liefern ihn doch gerade mit größter Geschwindigkeit überhaupt rein. Noch mehr geht ja nicht. Also noch krasser ist nicht. So, und das geht hier mit Mod Speed rein. Wird aber hier direkt verbraucht. Okay, dann dedizieren wir wieder eine Line dafür. Machen wir das mal wieder. Dass wir das wieder mit der oberen Line hier machen. Dass wir die dafür rausdedizieren. Genau so, dann haben wir das hier auch. Dass es hier einen Splitter gibt. Den da. Der dann
dahin geht. Und wir hier diese Line haben. Und dann der eigentliche Split erst hier erfolgt. Der letzte. So. Also das läuft jetzt schon mal. Dann haben wir jetzt nur noch das und das hier. Und damit ist die Line nämlich da jetzt auch dediziert wieder. Es wäre eine komplette Line jetzt zu den Blue Circuits rüberleiten. Also das direkte 50% darüber gehen. Die anderen 50% sich für den Rest aufteilen. Ich denke, wir sind nämlich bald soweit. Also, es dürfte jetzt bald mal soweit sein. Ich glaube, wir sind in der 70. Folge oder so. Müsste eigentlich. Ja, wir sind bei 86%. Es fehlen die Raketensteuergeräte. Und wir haben weiterhin massive Probleme mit den, mit dem Strom. Weswegen ich jetzt... soll ich das wirklich tun? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das erklärt, warum wir hier so massive Stromprobleme haben. Ich würde sagen... Wir lassen hier mal, also wir haben dadurch dann jetzt hier und hier ein bisschen Place. So. Ich gehe mal eben kurz hier hoch, das kommt nämlich hier raus. Zack. Und wir haben hier einen Einspeiser. Und bekommen hier mal eben 4 Anforderungskisten und nochmal 4 mit solchen. Die wir dann hier mal eben schnell mit Strom versorgen. Was zum Teufel? Ja. So. Und wir fordern hier pro Ding 50 an, dann fordern wir hier jetzt mal 50 Kohle an, weil wir haben nämlich keine Kohle mehr, sehe ich jetzt gerade. So, jetzt aber. Der wird nicht mit Strom versorgt. Jetzt aber. Wir hatten da keine Kohle mehr. Hier liegt ja nichts mehr an Brennmaterial drauf. Wieso? Ah, weil hier die nach und nach alle ausgehen. Oh, schlimm. Boah, ist das ätzend. Ey, was wir hier jetzt mittlerweile für Probleme kriegen, das darf man ja echt nicht mehr drüber nachdenken. Das haben wir dann jetzt immer schön mit dem Holz umgangen, dass wir hier so massenhaft Holz reingeschmissen haben, dass das brennt. Aber, boah. Ich denke mal, da muss ich jetzt noch so eine Line mal wieder anfangen hier. Da bin ich nämlich jetzt gerade mit am Hadern, ob wir sowas mal machen. Wenn ich mich dazu hinreißen lasse, eine weitere Line von denen zu produzieren, um einfach Strom ranzukriegen. Ja, das sind zwar 40 Stück, die produzieren 20 Megawatt, aber die produzieren die permanent. Egal wann. Egal was passiert, die produzieren 20 Megawatt. Da oben Ziel nicht erreichbar. Wieso? Der Außenposten wird angegriffen. Wo fährt der denn hin? Außenposten 7. Außenposten 7 ist der da, ne? Ja, der ist nicht mehr erreichbar. Na superb. Und Außenposten 4 wird gerade auch schon wieder angegriffen. Na gut.
Ist das ätzend hier, ey. Dass wir hier jetzt quasi überall angegriffen werden. Die Aliens, die hassen uns wirklich massivst. Auf Deivel komm raus. Ist das schlimm. Haben die denn hier... Boah, zum Glück haben die hier nicht viel gemacht. Kann er denn jetzt zu dem Ostposten fahren? Ja, er kann da wieder hinfahren. Wunderbar. Sie kann jetzt auch wieder massenhaft Öl produziert werden, beziehungsweise abgeholt werden. 300 Fässer Öl. Das jetzt mal zurück. Da ist eine Basis gespawnt. Ey, was spawnen die so nah an den Playerboards? Das verstehe ich null. Das ist ja mega ätzend. Und da haben sie. Boah, da haben sie auch alles abgerissen. Die ganze Kupferbasis ist abgerissen worden. Ey, was ist denn das für ein Mist? Wahrscheinlich bauen die euch hier oben gerade alles ab. Hier an der Basis. Was es können, bauen sie da alles ab. Ja, hier, zwei Stück, die reißen mir alles ein. Was ist das ätzend hier, ey? Die Angriffe werden zu hart. So. Boah, was ist denn hier für eine Basis gespawnt? Ach du Scheiße. Alter, was spawnen hier mittlerweile für Basen? Das ist ja nicht mehr feierlich. Vierundsechzig Stück. So, jetzt gehen wir hier auf die los. Direkt über der Nase spawnt eine Basis. Ey, was soll denn das? Unfassbar. Ganz ehrlich, das raff ich null, warum die Basen jetzt mittlerweile so nah an einem dran spawnen. Der Evolutionsfaktor hier müsste ja jetzt schon auf Maximum sein. Aber warum spawnen hier jetzt mittlerweile überall Basen? Hier, die waren nicht immer da. Sehr schön. So. Alles klar. Die nächste, die da muss auch weg. Damit wir hier mal wieder Ruhe einkehren lassen. Das kotzt mich hier einfach nur noch an. So. Also.
haben wir denn noch Basen? Da sind überall Basen, die da nicht hingehören. Die drei müssen noch weg, die da. Was ist das denn? Wieso spawnt da eine? Die müssen weg. Es geht null, dass hier so krasse Basen spawnen. Und die muss auch weg da, ey. Und hier die im Süden und die müssen alle weg. Die stehen alle nicht unter dem guten Stern. Sind alle quasi schon dafür vorprogrammiert, kaputt zu gehen. Die Kupferbasis abgerissen. Ey, wofür baue ich die denn? Hast die gerade gebaut? Ist alles schön, alles neu und was ist? Kavum abgerissen. Ja, alles weg. Alter. Was soll denn das? Blöde Drecksviecher hier, ey. Was nerven die, ey? Baue ich den Scheiß hier nicht, dafür, dass das direkt von irgendwelchen Viechern wieder abgerissen wird. Mann, ey. So. Das hier muss nicht sein. Und der hier muss einen höher. Wie letztes Mal auch. So. Damit ist nämlich jetzt gerade wieder die Menge an Kupfer, die wir in der Hauptbasis bekommen haben, eingebrochen. Total. So, nur der... Ah, die wurde nicht platziert. Und da fehlt immer noch ein Miner. Den habe ich einfach, glaube ich, nicht. Okay, ja, und dann brauchen wir die Laserabwehrbasen hier. Eins, zwei, drei Stück da. Nämlich hier einfach so aufbauen lassen. Was ich eigentlich auch ganz schick finde, dass das hier so funktioniert. Aber die werden halt einfach eingerissen. Also die Aliens sind da rigoros. Da wird einfach nur eingerissen. Oh, da ist was. Einreißen. Boah, nervt mich das. Alter, nervt mich das. Einfach nur mega scheiße. Dass wir uns hier so Probleme machen, ey. Jetzt haben wir schon wieder kein Kupfer, ja, weil die ganze Kupferbasis ist einfach von denen abgeräumt worden. So, oh, da ist eine neue Kupferbase. Ja, die räumen wir einfach mal aus. Tschüss. Die wollen wir ja eh nicht haben. Das ist ja. Es wäre ja sinnvoll, die zu behalten. So, und wir haben echt keinen Stein mehr. Wir brauchen dringend Steine irgendwo hier. Das geht mir einfach nur noch gerade auf den Piss. Wir haben 1100 Fässer Öl. 4000 Kohle hier drin. Ah, die wird ja jetzt hier oben nachgelagert, ne? Genau. Wunderbar.
dass wir hier die Kohle auf jeden Fall rankriegen. Haben wir hier denn eigentlich auch Holz in dem Bereich? Ah ne, das wird ja direkt rüber getransferiert, ne? Ja, genau. Haben wir hier oben auch Stein drin? Ne. Stein würde hier, Stein würde auch direkt rüber transferiert, alles klar. Das ist auch gut, dass das läuft. Ja, dann können wir nämlich jetzt mal noch überlegen, ob wir noch Stein produzieren lassen. Aber es sind schon wieder 25 Minuten rum, ey, wie schnell ging das denn? Alter, das ging ja super schnell gerade. Und da wird sich jetzt gleich, da werden sich jetzt gleich Gegner auftun, glaube ich, also... Die Basis muss noch weg, die muss weg, die hier am Rand müssen weg und vor allen Dingen die drei hier. Drei? Oh! Es geht wieder los, echt. Ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und ja, ich sag bis dahin, euer Karo7.